Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Bratkartoffeln, sicherlich eines der schnellsten Gerichte. Dazu benötigen wir Kartoffeln. Für mein Bratkartoffelnrezept benutze ich immer bereits gekochte Kartoffeln. Die können vom Vortag sein. Ich finde, die Bratkartoffeln schmecken dann einfach besser, als wenn man das mit rohen Kartoffeln macht. Außerdem benötigen wir Speck oder wie hier Bauchspeck. Zudem noch Zwiebeln und Salz und Pfeffer. Zuerst müssen die Zwiebeln in feine Würfel geschnitten werden. Dasselbe machen wir auch mit dem Speck. Die Kartoffeln schneide ich in Scheiben, die gut 1 cm breit sind. Danach können die Zwiebeln in einer Pfanne mit etwas Öl angebraten werden. Sobald diese etwas Farbe bekommen haben, kann der Speck hinzugefügt werden. Sobald die beiden Zutaten eure Wunschbräune erreicht haben, könnt ihr die Kartoffeln hinzufügen. Da diese ja schon gekocht sind, müssen sie nur noch kurz mit angebraten werden. Werden die Bratkartoffeln noch mit etwas Pfeffer gewürzt. Gegebenenfalls könnt ihr sie auch noch mit Salz würzen, aber ihr müsst bedenken, dass natürlich auch der Speck schon relativ viel Salz enthält. Ich wende nochmal die Kartoffeln und dann ist das Essen auch schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, Bon Appetit und bis bald. Tschüss!